Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in Pools? Ich bin die Axt im Walde und gemeinsam gucken wir uns heute alle Änderungen oder Neuigkeiten aus dem Update 14.06.24 an, als heutige Datum. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal zurückgehen zur Episode des letzten Mals, also das Was ist neu Video. Ihr habt es gesehen. Die Version war betitelt mit 22.05.24. Ja, ich habe das Video aufgenommen und veröffentlicht am 22.05. und habe im Video immer wieder davon gesprochen, dass hier ein Tag davor das Update rausgekommen ist. Ich meine, das könnte vielleicht zu bisschen Verwirrung geführt haben und deswegen möchte ich das auch aufklären. Die Inhalte, die ich in diesem Video gezeigt habe, richtig, sind aus der Version von 21.05.24. Ja. Aber warum ist es dann die Version 22 geworden? Ganz einfach. Ja. Und das habe ich auch dann nicht erwähnt, ja, zugegeben, weil ich es vergessen gehabt habe. Das Update, das am 22. rauskam, das bringt Unterstützung für macOS und Linux mit. Ja. Sonst ist aber im Inhalt nichts anders gewesen. Und jo, aus zwei Gründen. Einen besprechen wir hier direkt, bevor es losgeht, den anderen später. Möchte ich auch nochmal zurück zum letzten Update-Video eigentlich. Ja. Wir haben ja hier über die Stuhllogik gesprochen, ja, wo die Patchnotes meinten, die Logik beim Hinsetzen und Aufstehen von Stühlen wurde verbessert. Ich habe hier bei den Entwicklern nochmal nachgefasst. Die haben gesagt, die Logik, die hier gemeint ist, ist die Programmcode-Logik. Aber ja, es stimmt, man steht ein bisschen schneller hier vom Stuhl auf. Gut, aber los geht's. Ja, wir machen einen Teil Theorie und einen Teil Praxis, wie das eigentlich immer der Fall ist. Kommen wir zuerst in der neuen Version, die 14.06.24. Zuerst zu den Game-Controllern. Ja, zum einen sind die Trigger der Controller nicht mehr für Laufen zuständig, sondern fürs Rein- und Rauszoomen. Ja, dann wurden auch noch Fehler beim Bedienen von ausklappbaren Listen im Optionsmenü mit Controllern behoben. Die falschen Symbole in den Optionsmenüs durch Benutzung mancher Xbox-Controller wurden auch behoben. Genauso wie die Entwickler hierzu sagen, wenn das Spiel einfach nicht viel FPS, also Frames, zusammenbekommt, kann es sein, dass durch die Bedienung des Steuerkreuzes von Controllern Menüinteraktionen eingeschränkt sind. Ja, das Material Glas wurde überarbeitet. Ein seltener Fehler wurde behoben, der dafür gesorgt hat, dass das ablaufende Wasser, ja, nachdem man aus dem Wasser rauskam, in Schleife hängen blieb. Dann haben die auch noch behoben, dass wenn man an manchen Kanten entlang ging, in der Luft stecken oder hängen blieb. Was mich sehr freut, ja, ist, dass hier die Ladebildschirme mit diesen Play-Buttons, ja, das habt ihr vielleicht in den Axt-Spielt-Videos zu Pools gesehen, dass die nicht mehr auftauchen. Das heißt, man geht zu einem Levelende hin, und dann wird auch direkt in den nächsten Level reingeladen. Muss also nicht mehr auf irgendeinem Ladebildschirm extra noch wo draufklicken, damit es losgehen kann. Dann haben die Entwickler noch einen neuen Effekt eingebaut, nämlich die verschmutzte Kameralinse. Ich bin alle Level durch und gebe zu, mir ist irgendwie nichts Verschmutztes aufgefallen. Ja. Ich hätte es gern gezeigt, ist mir aber irgendwie nicht möglich. Ja. Dann gab es ja noch diese Situation, wenn man das Spiel durchgespielt hat, im Speziellen ist hier mit Level 6 gemeint und man wollte in Level 6 nochmal rein, um von Anfang an zu beginnen, ja, dann hat das Spiel automatisch ans Ende geladen, weil die Entwickler mussten hier erst nachträglich eine Methode oder Funktion einbauen, dass dann der Spielstand des automatischen Speicherns in Level 6 gelöscht wird. Ja, so dass man eben nicht wieder am Ende landet, sondern von Anfang an beginnen kann. Gut, zum einen bringt hier die Version 22.06.24 noch zwei oder beziehungsweise drei Dinge mit. Zum einen volle Unterstützung vorerst mal, ja, fürs Steam Deck.
Dann wurde der Fehler behoben, dass auf Linux, wenn man Pools gespielt hat, kein Sound wiedergegeben wurde. Und auch Videos lassen sich nun problemlos auf Linux abspielen. Gut, nun aber zur Praxis. Das ist die Theorie gewesen. Wir beginnen gleich mit dem Optionsmenü. Ja. Und zwar gibt es hier im Optionsmenü bei der Grafik nun Grafikvoreinstellung. Ja, niedrig, mittel, hoch Benutzer definiert. Und wenn man Steam Deck einsetzt, ist es hier Steam Deck Performance, Steam Deck Balance, so irgendwas. Und je nachdem, welches System, das lesen die Entwickler aus, ja, werden hier die unterschiedlichen Optionen angezeigt. So, ja, hier kann man es. Hier ist es besser zu erkennen, ja, 14.06.24 auf der Plattform Windows in diesem Fall. Was auch überarbeitet wurde, und damit denke ich, ist nicht nur die deutschsprachige Lokalisierung gemeint, die Lokalisierung wurde überarbeitet. Das kann ich bestätigen, meine lieben Freunde. Ja, immerhin bin ich ja derjenige, der das Ganze hier für die Entwickler von Pools in der deutschsprachigen Ausführung umsetzt und auch mehrfach zur Sicherheit gegenprüft. Deswegen, ja, das hatten wir auch in der letzten Episode, wie eingangs erwähnt, gibt Dinge, zu denen ich zurückkommen möchte aus der letzten Was ist neue Episode. Und das ist das zweite Ding, auf das ich noch eingehen wollte. Diese, na, wie hieß es nochmal, habe schon wieder vergessen. Bewegungsbeschleunigung, so denke ich irgendwie, hat es geheißen. Ich habe das hinterfragt, die Entwickler meinten, ja, eigentlich war das Movement, Smoothing im Englischen. Und sie wissen auch nicht, wie das jetzt ja, in dieser komischen Formulierung dann auftrat. Und dann habe ich gesagt, na, liebe Leute, macht mal rein, Geschmeidigkeit der Bewegung, denn umso mehr auf 100%, desto geschmeidiger ist es, umso weniger unten, umso ruppiger ist es. Ja, aber geht auch von der Bewegung. Wir haben es ja beim letzten Mal ausprobiert. Da geht es direkt los mit dem Laufen. Und wenn es hier auf 100% eingestellt ist, dann geht es sanft los. Ganz geschmeidig also. Ne? Gut. Was die Entwickler auch noch geändert haben, ist hier, dass der Spawn-Befehl nun die Objekte einfach von der Position ein bisschen anders anordnet. Ja. Das heißt, die Chancen stehen recht hoch, korrekt. Hier hatten wir es im Hintergrund gesehen, dass nahezu überall in den Levels es möglich ist, Dinge reinzuspawnen. Wir haben es ja einmal ausprobiert, wie ich hier denn die Entwicklerkonsole oder die Konsole vorgestellt habe in einem der Pools-Videos. Ja, da hat das nicht so gut geklappt. Ja, aber ich denke, hier musste einfach nur ja, die Positionierung von den Objekten, die man reinholt, ja, ein bisschen verändert werden und schon sieht es auch wieder gut aus. Ne? Was auch noch geändert wurde, man kann hier mit dem Mausrad zoomen. Ja, und zuvor war es so, dass man ein bisschen auf dem höchsten Zoom-Level ein bisschen die Maus bewegt hat und schon ist die irgendwo anders gewesen. Die Entwickler haben nun die Maus-Sensitivität angepasst. Beziehungsweise mit dem jeweiligen Zoom-Level kombiniert. Gut. Jo, langes Video wird es diesmal nicht. Ja, ist auch gar kein Problem. Denn es gibt nun noch eine Sache, die die Entwickler geändert haben, und darum habe ich mich auch hier positioniert an so einer schönen, ja, Wendelrutsche, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Die geht auf jeden Fall einfach nur im Kreis. Die Entwickler haben das Rutschsystem beziehungsweise die Kamera dazu angepasst und sagen, ja, wenn hier die Kamera sich ja, auf eine Wand in der Rutsche fokussiert, dann wird sie ein bisschen nach innen gependelt. Ja, das gucken wir uns an. Ich nehme die Hände weg von Maus und Tastatur. So, und man sieht auch schön die Kamera, wie sie geschmeidig in der Mitte eigentlich bleibt. Ja. Und dementsprechend geschmeidig ist dann auch das Wasser rutschen, runterrutschen. So, nun haben wir es. Wasser rutschen, runterrutschen. Genau, und das ist eigentlich schon alles wieder gewesen für die Version 22.06.24 von Pools. Jo, das heißt, ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch nicht nur Spaß gemacht, sondern auch informiert über das, was in Pools neu ist. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Nutzt auch bitte die Kommentare. Schreibt dort gern was rein. Jo, und in diesem Sinne, bis bald, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Tschüss.